Okay, also wie ihr gehört habt, heiße ich Daniel und wer im letzten Jahr in Köln war, weiß, dass ich an diesem Projekt Kokok arbeite. Das ist eine Online-Software, mit der man Rezepte sammeln und Essenspläne zusammenstellen kann und damit bekochen wir regelmäßig auf einem Ferienlager viele Leute, die auch sehr satt damit werden. Genau, ich will einfach ein paar News davon erzählen, für alle, die noch nichts oder auch beim letzten Mal schon davon gehört haben. Viel Neues programmiertechnisch ist bei uns gar nicht passiert, aber trotzdem entscheidende Dinge, nämlich ein Lizenzwechsel. Wir haben jetzt die Afero GPL, weil wir wollen, dass wenn tatsächlich ein Perl-Programmierer dahergeht und da irgendwie tolle so neue Sachen einbaut, dass er dann damit nicht reich wird, sondern das an uns zurückliefert. Das war so eine organisatorische Maßnahme. Ansonsten habe ich mich im letzten Jahr sehr viel mit Fehlerbeseitigung beschäftigt. Dabei habe ich ziemlich viele spannende Testfehler gefunden, also Tests, die grün waren, obwohl sie eigentlich gar nicht so richtig getestet haben. Oder Tests, die irgendwann mal schief liefen, obwohl die das eigentlich auch hätten als wahr akzeptieren sollen, ist jetzt alles besser. Ansonsten auch Softwarefehler. Unsere Nutzer auf dem Ferienlager erzählen mir dann immer mal irgendwie, was gerade nicht geht, aber eigentlich gehen sollte. Das wird dann korrigiert. Da haben wir viel gemacht im letzten Jahr. Und wir haben auch Eingabefehler. Gelegentlich geben die Leute überhaupt nicht das ein, was ich erwartete, aber dass sie eingeben. Und da haben wir auch viel Exception Handling und sowas jetzt eingebaut, aber das ist alles noch eine Baustelle. Genau, ich hoffe, dass in den nächsten Monaten da wieder wesentlich mehr substanzielle Features dazukommen. Gleich noch was dazu. Und viel getan hat sich auch an einem Bereich Art and Beauty. Wir haben nämlich jetzt ein neues Logo, was auf einer wunderbaren Flagge... Genau, hier noch mal ein Gruß. Meine Frau ist Kunsthandwerkerin und kann Inkscape bedienen. Und hat sie freundlicherweise für uns diesen Kuckuck umgesetzt. Also Kuckuck kommt von Kochen, aber Kuckuck ist auch der Vogel. Und das ist ornithologisch korrekt ein Kuckuck. Und den gibt es auch auf so Aufklebern. Hier kann man sich auch einen mitnehmen. Wer irgendwie jemanden kennt, der gerne kocht, gebt den so einen Aufkleber. Genau, wir haben andere Varianten davon. Die Variante mit dem Klemmbrett, immer mit der Einkaufsliste drauf. Und dann habe ich mir noch so einen Spezialwunsch gewünscht. Man braucht ja beim Exception Handling manchmal auch so den letzten Step. Achso, das ist nochmal die kleine Version. Und wenn wirklich alles schiefgegangen ist und wir einen internen Serverfehler haben, braucht man noch ein tolles Bild wie auf GitHub. Das sieht dann so aus. Gut, dann noch eine spannende Erfahrung, könnt ihr euch gerne mit mir darüber austauschen. Wir haben jetzt im Team seit einigen Monaten eine User Experience Designerin. Ihr macht das hauptberuflich, hat das auch richtig gelernt. Und es ist spannend, jemanden zu erleben, der auch so logisch denkt wie wir Programmierer, der aber noch so einen Fokus auf das User-Feedback hat. Und sie kann gar nicht selber richtig programmieren, kann aber Code lesen. Und es ist total spannend, welche Gedanken sie mitbringt. Und ich kann ganz logisch mit ihr über irgendwelche Logiken reden. Also das ist so mal eine abstrakte Darstellung unseres Menüs und der Navigation. Und sie bringt dann dabei das noch rein, dass es auch nutzerfreundlich wird und dass es so funktioniert, wie das ein normaler Mensch erwarten würde. Genau, was sie uns auch netterweise liefert, obwohl sie eigentlich keine Grafikerin ist, sind so irgendwelche Farbsachen, wie sollte man das gestalten. Und in ganz kleinen Schritten wird es auch besser. Hier nochmal eine alte Sicht, das ist Kuckuck letztes Jahr. Und Achtung, hingucken, das ist jetzt Kuckuck dieses Jahr. Also komplett anders, im Wesentlichen ist da jetzt das Logo anders, aber es haben sich auch andere Sachen geändert. Zum Beispiel ist das Login jetzt immer rechts oben, wo man es erwartet. Dann noch eine schöne Sache, wir haben jetzt unten einen hübschen Footer, wo hoffentlich etwas mehr Übersicht da ist als vorher. Und wenn ihr das sehen könnt, hier, da oben, da sind ganz viele lustige Menü-Items, die sich in der alten Version schon auf zwei Zeilen umgebrochen haben. Das ist halt organisch so gewachsen, wie das eben so ist. Und dank der User Experience Designerin haben wir das jetzt etwas umgemodelt. Und jetzt gibt es ein kurzes, etwas übersichtlicheres Menü. Und wir hoffen, dass wir auch die zweite Menüebene noch ausschalten können. Genau. Und hier auch ein ganz einfacher Fall eigentlich. Das ist das Registrierungsformular. Das hat da in der alten Version noch 5 Boxen, also erstmal 5 Sachen, die ich mir ausdenken und eingeben muss. Also 4 Sachen zum Ausdenken. In der 5. Box muss ich das Passwort noch wiederholen. Jedenfalls hat sich das angeguckt und hat gesagt, das ist zu viel. Dann registriert sich einfach niemand. Es ist eine zu hohe Hürde. Was haben wir also gemacht? Wir haben einfach eins davon abgeschafft. Genau, das sind so Sachen, da wäre ich nie drauf gekommen. Das hätte mich nie gestört, weil ich kenne die Boxen. Aber das ist echt eine große Hilfe, so jemanden zu haben. Also wenn ihr wissen wollt, wie kann man mit einer UX-Person zusammenarbeiten, was kommt dabei raus,
unterhaltet euch gerne mit mir. Oder wo findet man die? Genau, da kann ich auch eine lustige Geschichte zu erzählen. Und genau, Killer Feature. Also Killer Feature ist doppeldeutig, weil im Moment ist es das Feature, das uns killt. Man kann in Kuckuck seine eigenen Daten ablegen, ja, also meine Rezepte und meine Einheiten, das ist alles meins und das kann mir kein anderer kaputt machen. Das heißt aber, ich muss mir auch selber Gedanken darüber machen, wo kommen meine Einheiten her. Wenn ich in Kuckuck ein neues Projekt anlege, gibt es da kein Kilogramm und kein Liter. Ich kann das aus einem Standardprojekt importieren, aber das ist überhaupt nicht nutzerfreundlich, weil die das nicht verstehen. Und ich arbeite daran, dass man einzelne Rezepte in sein Projekt importieren kann, egal ob man schon die passenden Einheiten hat oder nicht und egal ob man schon 1000 andere Rezepte hat. Das funktioniert im Moment nicht. Entweder ich importiere alles oder nichts. Das wird hoffentlich bald besser. Und einen kleinen Hilferuf möchte ich haben, mein letztes Slide. Wir haben so ein paar Seiten, so wie FAQ oder irgendwelche anderen Infoseiten, die würde ich gerne auf kuckuck.org anzeigen, aber ich möchte eigentlich kein CMS einbauen in die Software. Ich habe geschaut nach anderen Sachen, irgendwelche Ticketsysteme und so weiter, die machen meistens nur genau das, was sie tun und erlauben aber nicht, dass ich da irgendwelche statischen Seiten anlege. Mir fehlen kreative Ideen, wie ich einfach in das Design von Kuckuck noch irgendwelche statischen Seiten einbauen kann. Ja, Dankeschön. So. Das ist das Mikrofon für die Aufnahme, für YouTube und D-Map-Mikrofone oder ich habe aber ohne Mikrofone. Das ist okay. Kann man das lesen? Nein. Weiß. Schibrig? Es gibt einen Mangel an Weiß, aber wir machen das nochmal in Weiß. Okay. Gut. Cybrick. Na komm. Ich leg mal los. Also, ihr Lieben, mein Name ist Viktor, das ist der Markus. Perl-Programmieren habe ich von Tom Christiansen gelernt, vor ungefähr 20 Jahren. Können kann ich es heute immer noch nicht so richtig, aber das macht nichts, weil Markus kann das. Was wir haben, ist ein kleiner Start-up, wir machen IT-Sicherheit. Wir machen das schon seit 20 Jahren, so IT-Sicherheit für Großunternehmen. Und was wir jetzt machen, ist quasi die Analyse forensischer Scans für jeden Anwalt, Notar, Perl-Programmierer, der sagt, ich arbeite im Hochsicherheitsbereich, zugänglich zu machen. Also wenn man Daten auf seinem Rechner hat, die mehr als 10.000 Euro wert sind, dann möchte man es vielleicht auch gegen gezielte Angriffe schützen. Das geht heutzutage nur mit forensischen Scans, also APT ist so das Stichwort. Und ich will euch gar nicht damit langweilen, ich habe ein paar Visitenkarten dabei, wen das interessiert. Aber interessant ist, dass wir das letztes Jahr angefangen haben, en Detail groß skalierbar auf 10 Millionen Kunden zu bauen. Und ja, das hat Markus gemacht und deswegen erzählt euch jetzt, wie und was wir da vom Perl besonders nutzen. So. Ja, 2018, neues Projekt. Was nehmen wir denn als Basis dafür? Natürlich Perl. Ich kann mit einer Zeile Code einen Webservice machen, mittels Dancer. Ich weiß, mein Code von 1999 läuft heute noch. Also vermute ich, dass der Code, den ich heute schreibe, bis zu meiner Rente ganz locker funktioniert. Und Perl muss ja auch nicht schlimm aussehen. Man kann, aber man muss sich. Es gibt Best Practice, es gibt Moves, also man kann auch ordentlich programmieren. Ja, was haben wir verwendet? Gar nicht so spannend. Ein Apache mit PSGI, Dancer, wenige Plugins dafür, REST Client, ganz klassisch, DBI mit MySQL, Moves und ein paar persönliche Favoriten wie IO All oder TryTiny. Und ja, mehr zu dem Projekt hat ja euch Viktor schon gesagt. Und genau,
Also im Prinzip, wer Bock hat, im Hochsicherheitsbereich Perl mitzuentwickeln, wir suchen immer gute Leute, also ihr könnt da gerne mit Markus reden, der ist unser Entwicklungschef, hat da auch schon 22 Jahre Erfahrung in dem Bereich, deswegen kann er das auch. Wir sind kurz vor der Markteinführung, die wird zum April, Mai sein und dann werden wir eben gucken und das Ziel ist quasi, dass jeder Notar, jeder Anwalt, jeder Arzt, jeder Therapeut in Deutschland einen Rechner hat, der so gescannt wurde, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen können, der wurde nicht gehackt, weil wir die gleichen Tools benutzen, die die ganz großen DAX-Unternehmen auch benutzen, um ihre Systeme forensisch zu scannen, wenn sie einen Einbruch festgestellt haben. Wir scannen schon vorher, um zu gucken, ob ein Einbruch festgestellt wurde, bevor er auf anderen Wegen rauskommt, man irgendwie Datenabfluss oder sonst irgendwas merkt und sich denkt, komisch, hier laufen Dienste und irgendwie sind komische Dateien an komischen Stellen, die zwar total harmlos sind als Dateien, aber an dieser Stelle, in diesem Kontext, wie sie aufgerufen werden, doch sehr interessante Dinge machen, die ein bisschen komisch sind. Was bei uns anders ist, wir machen keine Malware oder sowas, Viren-Detection, also auch, aber eigentlich geht es ums Erkennen des Vorgehens der Hacker. Das heißt, der Scanner, den wir drunter nutzen, der ist so ein bisschen wie Sherlock Holmes, der kennt den Modus Operandi von den Bösewichten, wird auch ständig upgedatet, da gibt es halt entsprechende Austauschforen, auf die wir Zugriff haben und dadurch können wir erkennen, wenn irgendjemand Schweinereien machen, die aber ganz, ganz, ganz brav mit Bordmitteln aussehen. So, wenn ihr Bock drauf habt, kommt auf Markus zu, ich werde nicht lange da bleiben können, aber er ist derjenige, der euch ein bisschen eher einphasen kann und er wäre auch derjenige zum Reden für eine Zusammenarbeit in der Zukunft, was es da für Optionen gäbe. Anything else? Fragen? Zeit? Wir haben noch eine. Ja, bitte. Das heißt doch Stanley Kubrick, oder? Nee, es heißt Stanley Cybrick. Also wie Cyber, ja, und Scanly wie Scan, naja, also kommt von der Brandagentur, ja. Wir hätten das Ding Cyber sicher genannt, war jetzt nicht ganz so cool. Wir haben auch ein cooles Logo, so mit einem Detektiv drauf, also unsere Visitenkarten sind immer hoch im Kurs. Hast ein paar dabei? Visitenkarten habe ich ein paar dabei, genau. Dann sage ich mal danke, bevor es gongt. Danke. Der Julian kommt schon, der Lee Johnson kommt schon runter fürs nächste. Okay. Your turn. It's me. Auf der 4 minutes tiny gong. Auf der 5 minutes. Okay. Yep. Oh, good, yes. That's nice. Freeze up in Right, okay, I wanted to talk a little bit about the EPO recording kits. Do we all know what the EPO is? The Enlightened Perl. There we go, the Enlightened Perl Organization. These are the things that's causing me to be running up and down all day, basically. So we bought brand new equipment for LPW in 2017, which was all of this stuff, basically. And there were some things that had to be specific, so we needed a camera with a microphone in, and it turns out it's quite difficult these days to get a reasonably priced camera with a microphone in, and we spent a lot of time investigating this and then spent quite a bit of money on this. And then Amanda, Sawyer and I operated the equipment at LPW, and Amanda provided the things to capture the slides, and Amanda also spent a lot of time editing the videos, and editing is a time sink. The kind of hand-wavy estimate for this kind of content is for every hour that you record, you need to spend an hour editing. So for LPW, that's 3 tracks of 8 hours, which means about 50 hours of editing. And it worked pretty well. I don't know if you've watched any videos from LPW 2017, but it worked pretty well. We had a few little issues with the wireless mics.
because we think they were not great quality. Or maybe because we use rechargeable batteries. We still haven't figured that out. And prior to that, it worked okay-ish. So this was at the Alpine Pearl Workshop 2016. This was using a kit from work. And we literally just put the camera at the back of the room with a shotgun mic on and pointed it at the speaker. And Nicholas Candy helped me out with this. I blogged about the setup. We used it again in Switzerland for 2017. The room light was a bit better, and the room was a bit smaller, so the sound was better, the video was better. That worked quite well, but it's really dependent on the setup. And if you think about the recording priorities, well, I've put this in the order that I think they matter. Obviously, being able to hear the speaker. You want to see and read slides. We want to promote the sponsors. So we want to be able to see the speaker most of the time. Often it's not a priority. Overlays is good. Live streaming is a nice to have. And then doing some fancy editing to make it look a lot more professional. High resolution I'm not convinced about because this is not kind of Hollywood stuff. We don't need 4K and all that kind of stuff. After LPW, we kind of wanted the kits to become a community resource because we spent around about 3,000 euros on the equipment, and LPW happens once a year for one day. It seemed like a lot of money to spend on a resource that would only get used for one day a year. And if you think about larger and longer workshops, they're probably paying in the region of five figures to record and live stream the video for 3 days maybe. And that's a big chunk of the budget that could be used elsewhere. And I think we're pretty technical people, so we can maybe do most of this ourselves. It just needs a bit of prep and organization. And it doesn't need to be perfect, if you remember the previous list of priorities. So Mark, Tom, and Finn took those kits and expanded on them for the Pearl Conference in Glasgow. So they added a desktop computer, bought better microphones, better tripods, created this splitter board, added more adapters, and so on. And it worked really, really well. I don't know if anybody watched live streams from Glasgow, but I think it was pretty much spot on. This was three rooms live streamed. They used a Raspberry Pi as a control console to show information about the talks. They used ACT by an API to grab the talk titles for the next talks and the upcoming talks. And it was great. The kits kind of now look like this. There's a camellia for scale there. They're about 20 kilos, and they're kind of awkward to carry around as well. The kits are going to be used again in Riga, where we hope to live stream again. They're going to replace the desktop PC with a laptop so they can get this stuff onto the planes. It's the same kit we used for the Swiss Pearl Workshop in 2018. So that's me combining two video and sound, uploading it to YouTube, and also watching it on YouTube as well to check that it was working. Whilst we had at one point 150 students in the room, all using YouTube because some of them looked a little bit bored, so they were kind of using the. So having lots of bandwidth is very, very useful if you want to live stream this kind of thing. That's it on YouTube. Afterwards, I added an index because I didn't want to do any editing. As I said, that would have taken me probably a month to edit. So I just stuck an index in afterwards. And we did have some problems again with the sound capture because we had this PA system which seemed to be feeding back into the microphones, and the microphones have auto gain control, so they tried to be clever, and they're not quite clever enough, so that the sound would kind of do that. So we're hoping to fix that. And as I said, these are now a community resource, and they require prep and organization. They're quite easy to set up and use. It's all been done. There's an instruction kit in there. A small donation to improve the kits is very welcome, and in fact, that will allow the EPO to go to Riga to help live stream the Pearl Conference. We need better wireless mics. We need to replace the desktop PCs. But if you want to use one of these for a workshop, like the German Pearl Workshop, like anywhere else, get in touch with myself or Mark, and we can hopefully try and organize it to live stream your workshop, your tech meeting, whatever. And the last slide is, we hope to be using one of these kits again for the Swiss Pearl Workshop this year, which is in Olten. I checked, it's 5 hours and 36 minutes on the train from Munich. So
come along, 16th and 17th of August. No time for questions. Thank you very much. Yeah, I'll just stick it somewhere. Yeah, up my butt. Mine's just lubricated. Hi, my name is Julian, and I'm going to talk about joining. Oh, no, wir reden ja auf Deutsch, Entschuldigung. Join all the things. Verdammt, das funktioniert wieder nicht. Jetzt aber, wir kennen alle DBX Class, oder? Und ihr wisst auch alle, was Joining und Prefetching macht. Nehme ich einfach mal an. Kennt das jemand überhaupt nicht? Noch nie von DBX Class gehört? Ja, das nehme ich dir ab. Also, ich benutze SQL. Gut, dann hör jetzt gut zu. Vor einigen Monaten, so vor einem etwas mehr als einem Jahr, habe ich diese Frage auf Stack Overflow gesehen. Der gute Mann wollte ganz gerne Produkte und Produktmodelle miteinander verbinden. Wir gucken uns das mal an. Also es gibt eine Produkttabelle, eine Produktmodeltabelle und eine Modeltabelle. Und er möchte gerne alle Produkte finden, das Modell 2 unterstützt. Das ist zum Beispiel Produkt 2. Und dann möchte er für jedes dieser Produkte eine Liste anzeigen von allen Model-IDs, das die Produkte unterstützt, dass diese Produkte unterstützt. Das heißt, für Produkt 2 ist das dann M1 und M2. Und das sehen wir hier. Genau. Und wenn wir uns dann mal die Datenbank erzeugen, damit wir das beantworten können, dann kriegen wir hier so ein Produkt und ein Model und ein Product Model. Ist relativ simpel. Gehen wir mal nicht weiter drauf ein. Dann machen wir DBX Class Schema Loader, dann fallen uns ein paar Klassen raus und dann brauchen wir ein Result Set. Wir haben also das Product Result Set und in dem Product Result Set suchen wir nach Product Model mit der Model ID M2. Und dann machen wir dieses verrückte Prefetch, wo wir nach Product Models und dann nach Product ID und dann nach Product Models joinen und dann auch noch Model ID. Und danach wollen wir über die Daten iterieren. Wir fangen also damit an, uns einen Produktdatensatz zu holen, gehen da irgendwie ein bisschen durch, pushen das in ein Array und das wirkt auf den ersten Blick ganz schön kompliziert. Ich mache das jetzt einfacher. Schauen wir uns mal die Relationen an. Wir fangen also an mit dem ersten Join nach Product Models. Was habe ich da mit der 1 markiert? Wir joinen also von Product nach Product Model. Dann joinen wir von Product wieder zurück nach Product Model, um die Models zu kriegen, die an dem Produkt dranhängen. Und dann joinen wir von da wieder zurück. Und dann holen wir uns die Models dafür, weil es geht. Genau. Und so sieht das dann im Code aus. Das sind jetzt alles Left Outer Joins und Debian holt sich im Hintergrund ganz schön viele Daten dafür. Dann schauen wir uns an, wie das verarbeitet wird. Als erstes holen wir uns also das nächste Result-Objekt, das ist immer unser Product. Und dann iterieren wir über alle Modelle, die hier in diesem Product dranhängen. Dann haben wir ein Model. Für jedes dieser Models holen wir uns via jedes Produkt, was von diesem Model unterstützt wird, alle Models, die von dem jeweiligen Produkt unterstützt werden. Das heißt, wir haben jetzt wieder Models, aber andere Models. Und die pushen wir in unsere Liste, und zwar indem wir der letzten Relation folgen und uns die ID von dem Model holen, um dann später auch noch den Namen oder so holen zu können. Machen wir hier nicht, könnte man dann aber. Und ja, danach geben wir das aus. Und so sieht der Output aus. Das war ja hier unsere Tabelle, wo wir markiert hatten, was wir ausgeben wollen. Ausgabe ist Product Nummer 2, hat Model 1 und Model 2. Hurra, es funktioniert.
dann machen wir DebugTrace an. Das ist diese Umgebungsvariable, die ich setzen kann, damit mir DBX-Klasse anzeigt, was es für SQL generiert. Und da kommt dieses eine große Query raus. Wir sehen wieder, da sind unsere vier Joins drin und das ist toll. Und so sieht die Ausgabe aus. Und das ist ganz schön viel, das sind ganz schön viele Daten. Das würde ich natürlich als normaler Entwickler irgendwie gar nicht schreiben, aber dafür habe ich ja DBX-Class. Wenn ich jetzt das Prefetch wegnehme, nur um nochmal aufzuzeigen, wie praktisch das ist, und da stattdessen einen Join reinschreibe und dann wieder DebugTrace anmache, dann kommen da auf einmal ganz viele Queries raus. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Relation folge, macht er eine neue Query und das ist nicht besonders toll für die Datenbank. Deswegen immer schön prefetchen. Vielen Dank. Ja, reicht doch. Auf Englisch habe ich 6 gebraucht. Also ich habe das genau einmal geübt, und zwar als ich es letzte Woche beim London PM Tech Workshop vorgetragen habe einfach. In die Hosentasche. Halt mal unten am Kabel. Halt weiter unten. Dort. Danke. Bitte helfen. Es geht, glaube ich. Danke. Okay. Can everybody hear me? Can everyone read this? Yeah. I wanted to talk about debugging and I have a question. Who of you knows how to use the Perl debugger? Okay. Yeah, quite some. Who of you likes to use print for debugging? Okay, this is what I want to talk about. And I really like debugging, and I've never used the Perl debugger, but I've been quite successful, and I have been finding quite some bugs with that strategy. And it's like solving a crime, I think. I'm very curious about finding out where the mistake is. And so here's our crime scene. It's a script with some data, and it doesn't do anything right now. And now I want to debug a variable called $object. And if I watch other people doing this, I usually see this. And of course, this isn't enough usually, because you have to do this. It works here because I'm in the main package and I can just use data dumper on the command line. So I can skip this one. So this is how it looks like. I have a $var1, and I have no information where the statement happened. And if you add more and more statements, you don't know which variable you are debugging and in which package you are. So it's also an awful lot to type, I think. So how about this one? So this line actually gives me this. So it shows me the package and the line and the name of the variable. It also works for hashes and other types of variables. And this is a lot to type, of course, but it goes like this. I type $object and then /dd. And so this is a Vim mapping, and the mapping looks like this. And I will add it to the ACT site, so you can copy it and try it out. I also have another one that's for just typing things. It's DE, and then I can just type stuff. So with this, you can really debug
fast. So you just add statement anywhere you want to. What did I just do? So, but still, that's not the best you can get. The keys are not sorted when you print out hashes. And there is another solution. There's XXX. Who knows the module XXX? One person? Okay. So this is written by Ingi. And you can add the XXX anywhere in your statements, and it will just die with a dump of the object. Or you can use YYY, that will just warn. Or you can use ZZZ, and that will confess with a stack trace. But you have to use XXX at the top of your module, so you import the function. I don't like that, so I try to use the full name. And let's just look at the output. What does it do? Oops. So this is how it looks like. It's using YAML for output, which can be an improvement for some data, maybe not. And this is how it looks for text. So we have a multi-line text here, and it's readable, I think. And here we have multi-line text with carriage returns and tabs, so it's in double quotes, and so we can see every escape. And we have code refs, but YAMLPM just uses by default this dummy code. And we have regexes. But you can also use other modules. For example, you can use data dumper, or you can use data dump, or you can use data dump color. And now it looks like this. The keys are sorted by default. And here's the text. I think the first one is not so much readable. And here's the code. It's just dummy code, unfortunately. But you can also use YAMLPP highlight. And then you get colored YAML output. And multi-line texts and code refs and, of course, also regexes. So I like this. I like colors, and I like, of course, YAML, and because I'm the developer of YAMLPP, try it out. But you have to use the developer version of YAMLPP. So the latest version doesn't support it yet, but the developer version. Thank you very much. Ja, auf jeden Fall manchmal. Oh ne. Ist ausgegangen. Zugespannt, zugehört. So. Ja.
HDMI, das kann gefährlich sein. So. So. Gut. Gut. Ja. Also, ich halte einen Vortrag über die Steuerung von Cloud-Instanzen. Wie ich bin bei der Deutschen Bahn und wir haben mehrere. Also wenn wir neue Sachen entwickeln, haben wir mehrere kleinere virtuelle Server. Das machen wir direkt in der AWS Cloud. Und jetzt kann man auch, ja, weil man die virtuellen Maschinen dann starten und stoppen kann, habe ich mir überlegt, wie wir das am besten machen können, weil wir ja diverse virtuelle Server haben, auf denen laufen unterschiedliche Applikationen. Webserver, SQL-Datenbanken, TM1-Datenbanken, das sind ist eine In-Memory-Datenbank, das heißt, wenn man da den Server einfach abschießt, das ist extrem schlecht, weil die Daten weg sind. Also wir haben ein paar Bedingungen, wir haben eine tägliche Verarbeitung, meistens abends, währenddessen sollte der Server auch nicht runterfahren. Und ja, den Modus wollen wir auch ausschalten, weil wir das nicht immer haben wollen. Wir wollen die Laufzeiten relativ flexibel festlegen. Das heißt, irgendwie am Wochenende soll es nur tagsüber laufen. Manchmal soll es in der Nacht laufen, manchmal nicht. Also ja, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und wir haben ein paar K.O.-Kriterien, wie zum Beispiel, wenn die Verarbeitung läuft. So, also ein paar Sachen. Welche Module habe ich benutzt? Das schieße ich mal vorne weg. Einmal habe ich Path Crontab Schedule benutzt, einfach um die Laufzeiten, das sehen wir dann gleich. Und NetAmazon EC2, um das Starten und Stoppen der Instanzen zu machen. Und mit Datetime, ja, um das Ganze ja auszuwerten. Jetzt, wo speichere ich die Informationen? Wir speichern die Informationen in einer zentralen MariaDB-Datenbank auf einem Mini-Server, der eigentlich nur das macht, nämlich die Instanzen steuert. Und das Datenbankschema ist, obwohl wir ja ein paar Bedingungen haben, mega simpel, würde ich sagen. Wir haben den Instance Name, wir haben die Instance ID zum Starten und Stoppen. Dann einmal diese Bedingung, ist es automatisch oder nicht? Soll er gerade das Ganze prüfen und starten oder stoppen? Und dann haben wir einen Cron String. Und dort geben wir halt an, wenn diese Bedingung wahr ist, läuft die Instanz, oder wenn die nicht wahr ist, dann wird sie gestoppt. Und dann habe ich noch ein Feld, das habe ich jetzt additives Semaphore genannt. Das heißt, wenn wir Applikationen auf dem Server haben, die ja ein K.O.-Kriterium sind, dann darf die Instanz nicht runterfahren, zum Beispiel unsere tägliche Verarbeitung, dann wird das Ganze inkrementiert und am Ende, wenn die Verarbeitung durch ist, wird es wieder in der Transaktion auf Null gesetzt. Und je nachdem, wie viele Applikationen haben, kann dieses additive Semaphore auch auf 10, 20, 100 stehen. Erst wenn es Null ist, wird der Server auch wirklich runtergefahren. Und ja, was passiert dann? Wir haben alle 15 Minuten ein Perl-Skript, was läuft und diese ganzen Bedingungen auswertet und daraufhin basierend die Instanzen startet und stoppt. So, eine Sache, wie ich das Ganze erstmal gerade, gibt es nur einen Cron String. Das heißt, wir können, wenn wir einmal irgendwie sagen, er soll um 6.15 Uhr soll die Instanz starten, dann bräuchten wir dafür ja zwei Strings. Also 6.15 Uhr startet sie, läuft bis 7 und dann von 7 Uhr läuft sie dann irgendwie bis 21 Uhr abends. Das können wir gerade noch nicht, da bräuchten wir zwei. Das werde ich jetzt in Kürze einbauen, aber gerade geht das. Und was ich sehr gerne hätte, dass man das Ganze ja quasi, sobald man die Tabelle ändert, dass wir dann auch direkt überprüfen für diese eine Instanz, ist sie jetzt gerade oben, ist sie unten, und das starten oder stoppen.
Ja, das Ganze ist ein Thema, wo ich, wo René mir gesagt hat, stell das doch auf dem deutschen Perl-Workshop vor. Das war jetzt leider ein bisschen kurzfristig. Ich habe überlegt, ob ich es nächstes Jahr detailliert vorstelle. Und ja, deshalb jetzt hier mal die Schnellvariante von dem Ganzen. Ohne Bilder. Und das war's. Vielleicht stellst du es ja auf den nächsten Frankfurt. Der nächste müsste dann der Daniel sein, weil der einen Termin ankündigen will, der heute noch stattfindet. Okay. Gut. So, ja. Es hat geklappt, ich habe ja. Also nochmal warten. Mach du eine kurze Ankündigung. Ich habe iOS Unrecht getan. Die Daten auf dem USB-Stick waren kaputt. Das USB-Stick habe ich von der Yapsi in Orlando, also sind die Amis schuld. Do you have RGB? No. No way. But it used to work. It worked earlier. Jo, also während ihr nichts seht, kann ich euch ja trotzdem was erzählen. Ich habe euch zwei Talks mitgebracht, einen über Perl, dafür müsst ihr was sehen, und einen ohne Perl. Der ist eine Fortsetzung von vor 2 Jahren. Wer war vor 2 Jahren in Hamburg auf dem Perl-Workshop? Doch so wenige? Ja, schön. Okay, da habe ich euch, glaube ich, eine ganze Stunde lang oder so vollgetextet zum Thema, wie kann man seine Privatsphäre innerhalb von 3 Minuten verbessern und das 20 Mal. Und auch noch während des Talks. Und, gut, das kommt dann danach, jetzt zurück zum Perl. Ich habe vorgestern von Perl Banjo gehört, ich weiß nicht, wer das kennt. Perl Banjo ist ein Pastebin. Pastebin ist langweilig, kennen wir schon. Aber auf Perl Banjo kann man Perl ausführen. Hier ist Perl Code, den können wir gleich ausführen. Das meiste stand da schon vorher. Ich habe da noch so ein bisschen was eingetragen und dann hat René B. mir noch was dazu eingefügt. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja? Also, Code ist saved. Also unter dieser URL finde ich ihn wieder. Oh, yay! Okay, also das geht, das könnt ihr auch. Ja, das war der eine Talk. Wo ist der Gong? Na gut, also danke. Und das Feature, man kann den Perl-Code ausführen. Auf der Webseite. Also wenn ihr es irgendwo unterwegs macht, ihr habt gerade keinen Perl, kann ich mir nicht vorstellen, wie das passieren könnte, aber manchen Leuten passiert das. Genau. Also ich hatte bei den 20 3-Minuten-Regeln hatte ich Übung Nummer 22 Hardware Security Patches. Das war so ein bisschen ein Joke, aber es funktioniert natürlich. Wenn ihr nicht beobachtet werden wollt von eurer Kamera und ihr wollt ganz sicher sein, klebt ein Pflaster drüber. Oder dankt Genua, ich arbeite nicht für die, ich werde nicht bezahlt, ich kriege da gar nichts für, aber das ist cool. Was ihr da seht, ist so was Ähnliches wie das, was ich auf der nächsten Slide hier anpreise. Ja? So ein Camshade, das klebt man über seine Kamera drüber und dann kann man das ritsch-ratsch ein- und ausschalten und dann ist entweder ja, Licht an der Kamera oder auch nicht, wenn man es zumacht. Das liegt bei der
Wendy draußen am Stand, gesponsert von Genua, total gut. Ja, das war ja nur der Anfang, das ist ein Update, da ist nichts Neues, aber es gab was Neues, weil jetzt wurde ich gefragt, wie ist das mit dem Mikrofon? Kann ich das auch hardwaremäßig patchen, dass das Mikrofon aus ist, also ohne, dass man das Handy oder den Laptop in Eimer Wasser steckt? Und ich habe gesagt, nein, das ist 2 Jahre her, ich war damals ganz schön doof, jetzt bin ich schlauer. Also, MicLock oder MicLock oder wie auch immer ist quasi irgendein Audio-Device ohne Audio-Device, sondern nur mit diesem Stecker. Hinein damit. Bitteschön. Steckst du die Mikrobuchse? Das ist die Kopfhörerbuchse. Nee, also gut, wo ist die Mikrobuchse? Hast du keine? Ja. Gut, also minderwertige Hardware wird nicht versorgt, aber normalerweise wird es funktionieren. Gut, also in die Kopfhörer und Mikrobuchse, die so ein Gerät haben könnte, ja. Funktioniert, habe ich zum ersten Mal gespart und mich als Speaker registriert, das heißt, ich habe 40 Euro gespart, dafür schenke ich den ersten 30, die was haben wollen, so ein Ding. Jo, das war der zweite Talk. Dong. Und damit es nicht kompliziert wird, lege ich das dann auch zu Wendy gleich.